So, wir wollen euch fix zeigen, wie ihr den Telegram-Bot einrichten könnt. Also, wir haben jetzt in der Hitbookhäuser-Gruppe extra einen Telegram-Kanal gemacht und das wirft viele Fragen auf bei manchen Leuten. Danke erstmal an Linke Networks, der das ermöglicht hat, sich daran gesetzt hat, so als Notlösung. Und ein paar Leute aus der Gruppe haben da Fragen dazu, wie das alles funktioniert. Deswegen schauen wir uns das mal kurz gemeinsam an. Zuerst müsst ihr euch natürlich Telegram auf euer Handy holen, müsst euch die App installieren. Sobald ihr diese dann habt, geht ihr mal hier oben auf die Einstellungen, auf diese drei Striche. Dann wieder auf Einstellungen und hier seht ihr als zweiten Punkt Benutzername. Da gebt ihr bitte einen Benutzernamen ein, am besten so wie ihr auch im Spiel heißt. Ich habe jetzt Ramses der Dicke genommen, obwohl ich Ivar Scharf heiße, aber man weiß ja vielleicht, dass ich das bin. Nachdem ihr also den Namen eingegeben habt, habt ihr in der WhatsApp-Gruppe, die wir haben, natürlich alle den Link bekommen. Der wird auch öfters nochmal gepostet. Und mit dem Link kommt ihr natürlich hier auf den Kanal. Und wenn ihr auf dem Kanal seid, ist es eigentlich was ganz Simples, wenn ein Raid drinne steht, wie hier, das seht ihr ja, dass ihr die Möglichkeit habt, da zuzusagen, euch eine Zeit auszuwählen, wie zum Beispiel bei der Wildartentafel, könnt ihr jetzt zum Beispiel 16.30 Uhr drücken und dann steht automatisch euer Name dabei. Wenn ihr noch einen Account mehr dabei habt oder jemand mitbringt, wählt ihr halt noch plus 1. Dann steht eine plus 1 dahinter, nehmt ihr noch jemanden mit, ist das dann nochmal plus 1. Da müsste also eine plus 2 draus werden. Genau, das dauert manchmal ein bisschen. Falls ihr es doch nicht schafft, geht ihr einfach wieder auf Absagen. Und euer Name ist wieder weg. Was jetzt wichtig ist, also das ist ja eigentlich spielenleicht, ihr meldet euch da an und sobald ein Raid gepostet ist, seht ihr ja, könnt ihr einfach auf eine Uhrzeit drücken und können angeben, mit wie vielen Accounts ihr dabei seid. Was jetzt wichtig ist, wenn ihr selber Raids posten wollt, und das wäre natürlich cool, wenn das alle machen, weil ja der Punkt kommt, dass ihr einen Raid seht und wollt ihn natürlich den anderen mitteilen, die den noch nicht gesehen haben. Und hier ist dieser Infotext in der Gruppe gewesen, da steht das ja eigentlich drin. Wie ihr euren Benutzernamen angebt, haben wir schon geklärt, den Raid-Bot registrieren. Und entweder geht ihr also in dieser Gruppe bei dem Einladungstext auf diesen Link, dann seht ihr die einzelnen Schritte, die ihr machen müsst und habt hier oben natürlich auch den Link, wie ihr zu dem Bot kommt. Ihr könnt natürlich, wenn ihr über diesen Link nicht reingehen wollt, auch normal einfach auf einen neuen Chat gehen. Geht hier auf neuer Chat, geht oben auf die Lupe, suche und gebt ein @mypgo. Bot, das seht ihr ihn, so sieht er aus. Wenn ihr den so gefunden habt, drückt ihr drauf und kommt in den Kanal, wo ihr mit eurem Bot kommunizieren könnt. Wenn ihr das nicht so eingeben wollt, geht ihr natürlich einfach im zweiten Punkt, wo die Regeln stehen, was ihr alles machen müsst, einfach auf den Link mypgo-bot und seid auch drinnen. Und wenn ihr da drinnen seid, ist es eigentlich ganz einfach, ihr geht auf Start. Damit fängt es an, euch zu registrieren. Macht aber als erstes mal einen Schritt, ihr geht auf die Büroklammer, geht auf euren Standort, nehmt den, am besten wählt ihr die Mitte vom Markt aus, also für die Leute jetzt in Hildburghausen, sollen dann hier den Marktplatz auswählen, der Standort ist jetzt bla bla bla, steht alles da. Als nächstes gebt ihr Disclaimer ein, mit einem Schrägstrich und dann Disclaimer, ja, können wir so machen. Dann stehen die Nutzungsbedingungen, Datenschutz, Richtlinien, sonst was. Ihr müsst bestätigen, dass ihr 16 seid. Ich hoffe, ihr seid alle 16. Dann gebt ihr also Disclaimer OK ein. Disclaimer OK. Boom, danke für deine Bestätigung. Danke, dass du 16 Jahre alt bist, Bruder. Weiter geht es dann, ihr gebt Prefs ein, P-R-E-F-S. So kommt ihr zu den Raid-Konfigurationen, drückt einfach mal auf den Link. Hier seht ihr dann die ganzen Raids aufgelistet, irgendwas, was sein kann. Wichtig ist, ihr wechselt mal den Radius, hier oben steht nämlich eine 0 drin und macht da eine 3 draus, ändern.
geht auf OK. Jetzt wird der Radius also auf 3 Kilometer gesetzt. Der erkennt dann also alle Raids an, oder es können alle Raids gepostet werden, die im Radius von 3 Kilometern sind. Da geht ihr dann wieder zurück und beginnt mit dem Code Enter-Raid. Gebt das ein. Hier geht es zur Raid-Eingabeseite und das ist euer ganz persönlicher Link, über den ihr Raids posten könnt, angeben könnt. Deswegen, wenn ihr hier einmal drauf drückt, seht ihr, kommt ihr hier auf die Seite von MyPGO-Bot. Da sind alle Arenen aufgelistet. Ihr seht auch, eingetragene Raids werden hier schon angezeigt. Und ihr könnt hier selber Raids angeben. Das ist dann alles ganz einfach. Das steht alles sofort da, wie es gemacht ist und wie es geht. Und ganz wichtig, ich würde mir jetzt hier oben das zum Startbildschirm hinzufügen zum Beispiel. Das lasse ich so, wie es heißt. Ender Raid hinzufügen. Genau. Jetzt hat das hier gespeichert. Wir gehen mal ins Menü und ihr seht jetzt hier oben schön dieses Symbol. Das ziehe ich mir mal noch. Ach, ich komme so schlecht ran. Das ziehe ich mir mal noch ein Stück rüber hier. Und jetzt kann ich jedes Mal, wenn ich einen Raid eintragen will, eigentlich direkt auf mein Handy klicken, auf dieses Raid-Symbol. Batsch. Da habe ich dann eine Arena stehen. Da geht man mal zum Beispiel, wenn man auf die unteren, auf die Stolpersteine gehen in der unteren Marktstraße, seht ihr, ihr gebt dann einfach das Datum ein, Raid Beginn, also wenn jetzt ein legendäres Ei über dem Raid vorhanden ist, gebt ihr einfach das Datum ein, die Raid-Zeit, wann es beginnt, könnt dann unten auf Eintragen, der Raid wird dann in die Liste automatisch gesetzt und verschiedene Zeiten ausgewählt, die dann die Leute natürlich wieder anklicken können. Beziehungsweise wir machen das jetzt mal kurz, wir testen das mal, Raid Level 5 an den Stolperstein, da ist jetzt keiner. Wir tragen den jetzt aber mal ein, drücken auf OK, wurde erfolgreich freigegeben. Und jetzt schauen wir mal zurück in unsere Gruppe, ob der dann auch da ist. Wir scrollen wieder runter. Hier oben haben sich ja jetzt ein paar Leute eingetragen, wir natürlich auch. Da stehen wir mit 2 Leuten drin. Und jetzt seht ihr, ist die Nachricht reingekommen, der Raid wurde also gepostet, Level 5 Raid Stolpersteine, 16.04 bis 16.49. Und das Feld ist natürlich da, dass die anderen Leute jetzt zusagen können, absagen können. Das funktioniert also, ist jetzt kacke, der steht jetzt da drin, da muss ich gleich Linke nochmal Bescheid sagen, dass er den vielleicht wieder rausnimmt. Aber ich hoffe, ihr habt das jetzt gesehen, wie das geht, wie ihr euren Benutzernamen eintragt, wie ihr die Raid-Liste erstellt, wie ihr den, mit dem Bot kommuniziert, dass das möglich ist, dass ihr selbst die Raids dann eintragen könnt. Wenn ihr einen seht, geht also auf euren Button, den ihr euch angelegt habt, auf dem Handy. Dann habt ihr eure Liste mit den Arenen und da gebt ihr dann an welcher Arena wann ein Fünfer aufgeht. So macht ihr das und so müsste das für jeden vielleicht klar sein. Wenn nicht, kommt nochmal auf mich zu, ich zeige euch das, wenn nicht, richte ich euch selber ein. Es dürfte kein Problem sein und jetzt hoffe ich euch, jetzt wünsche ich euch natürlich viel Spaß beim Raiden und wir sehen uns. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.